Hey Leute, ich hätte euch jetzt mal wieder Octavia mitgebracht. Octavia ist so ein Frame, bei dem fällt es mir richtig schwer, mich zu entscheiden, welche Helmenfähigkeit ich da reinmache. Ich selbst habe mich jetzt auf eine festgelegt, aber das so einfach nur, weil die für mich persönlich am angenehmsten ist, beziehungsweise weil sie zu meinem Spielstil passt. An sich gibt es viele Fähigkeiten, die man reinmachen könnte. Alle haben eine Daseinsberechtigung, aber das ist auch eigentlich das, was hinter Octavia steckt. Nämlich ein Frame, den man auf super viele Arten modden und auch spielen könnte. Weil die Sache ist, egal auf welchen Stat ihr euch jetzt fokussiert, ob ihr voll auf Stärke geht, voll auf Dauer geht, voll auf Reichweite geht, der Frame kann eigentlich immer was reißen. Ihr solltet nur keinen dieser Stats absolut vernachlässigen. Also ich habe es, um euch zu zeigen, hier ein Bild, das ist eigentlich mein Lieblingsbild, viel Dauer, viel Reichweite und 100% Stärke. Hätte ich es jetzt vernachlässigt und wäre mit negativer Stärke drin, wäre es natürlich schlecht. Und zum anderen habe ich dann hier noch ein Bild mit viel Stärke, viel Reichweite und ein bisschen Dauer. Und ich muss sagen, beide Builds spielen sich, von der Spielweise sind sie gleich. Vom Spielgefühl sind sie komplett verschieden und beide sind gut. Das ist es halt bei Octavia. Man kann ihn, also den Frame, genauso modden, wie man ihn gerne hätte. Und auch das macht es halt so interessant, was die Helmenfähigkeiten angeht, weil je nach Helmenfähigkeit braucht man ja andere Stats. Ich selbst habe jetzt drei Fähigkeiten rausgesucht, die interessant wären. Das eine wäre Brüllen. Bei ungepanzerten Gegnern können wir zum Beispiel bei meinem 322% Stärkebild unseren Schaden hier um knapp 100% erhöhen. Die Sache ist nur, bei ungepanzerten Gegnern brauchen wir keinen Schadensbuff. Deshalb finde ich das schon mal relativ uninteressant, aber von den Helmenfähigkeiten interessantere. Dann sind wir bei Flammenstoß. Flammenstoß könnte interessant sein, wenn es um gepanzerte Gegner geht. Wir müssen auch hier wieder ein paar Sachen beachten. Zum einen, wir brauchen es nicht unbedingt. Selbst wenn die Gegner, also sagen wir mal Level 180er Heavy Gunner, die schießen auf unsere 1 drauf und der Schaden wird reflektiert. Da die Gegner immer mehr Schaden machen, umso höheres Level sie haben, naja, gleicht sich das relativ schön aus und wenn die ein bisschen drauf schießen, fallen die um. Haben wir jetzt den Flammenstoß dabei, dann fallen die halt deutlich schneller um. Und es ist eine angenehme Sache, aber wir brauchen es auch nicht unbedingt. Feldapotheke könnte man auch überlegen reinzumachen, braucht eigentlich nur ein bisschen Dauer. Aber die Sache ist, gerade bei Octavia kann man schön die Blinks mit dazu nehmen oder irgendeine Sekundärwaffe, bei der wir Energieschuss drin haben. Können damit gerade noch mit Arcana Antrieb zusammen unsere Energie auf einen Schlag wieder komplett auffüllen. Was bedeutet, brauchen wir nicht, aber es wäre auch eine Möglichkeit, was man machen könnte. Kommen wir zu dem, was sehr beliebt ist, aber dem ich jetzt selbst nicht so viel abgewinnen kann. Also, ich habe es auch schon öfters gehört, dass viele Octavia mit Ruhe und Rage spielen, da dann die Rage drin haben und die Gegner dann beschleunigen. Durch das Beschleunigte kommen die schneller ran, schießen schneller, machen schneller Schaden auf unsere 1, was bedeutet, die selbst und alle anderen sterben schneller. Je nach Gegner ist das interessant, sagen wir mal ein Heavy Gunner schießt drauf, aber je nach Gegner ist es absolut uninteressant, weil zum Beispiel ein Butcher braucht einen einzigen Schlag, um sich selbst zu töten. Also, ja. Von den anderen Fähigkeiten muss ich jetzt sagen, ist wenig wirklich interessant. Und das waren eigentlich so die Fähigkeiten, die ich als erstes in Betracht ziehen würde. Gut, ich selbst habe jetzt bei mir auch nur noch die Flammenstoßfähigkeit drauf. Möchte ich euch noch ein bisschen im Einsatz zeigen. Und ich möchte hier noch ein paar allgemeine Sätze zu den Builds sagen. Also im Endeffekt, für mich ist Octavia einfach nur die 1 an, die 3 an und die 4 an. Ja, die 3 haben wir an, damit wir unsichtbar werden. Jetzt könnte man natürlich auch noch so einen stärkebasierten Build machen, bei dem wir die anderen Buffs noch mit ausnutzen, wie zum Beispiel Mehrfachschuss, mehr Nahkampfschaden. Alles geile Sachen, aber im Endeffekt spielen wir Octavia so, dass die Gegner sich selbst töten. Das heißt, wir brauchen diese ganzen Buffs nicht, bis auf die Unsichtbarkeit. Und die skaliert halt nicht mit Fähigkeiten Stärke. Also von daher, ja, es ist eine nette Sache, aber
Ich tendiere halt zu dem Nicht-Stärke-Bild. Ist auch ganz cool, weil beim Flammenstoß brauchen wir keine Stärke, um die 75% Rüstungsreduktion zu haben. Und von daher passt das eigentlich ganz schön. Ich zeige euch jetzt beide Builds ein bisschen im Simulacrum. Da spielen wir auch verschiedene Szenarien durch. Und bis gleich. Auf dem Weg zum Simulacrum möchte ich jetzt noch ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel, warum mir persönlich ein hoher Dauerbild lieber ist als ein hoher Stärkebild. Weil ihr könnt das mal so sehen. Der Schaden, den auf unsere 1 gemacht wird, wird gesammelt und über die Zeit wieder abgegeben. Haben wir jetzt wenig Dauer drin, dann läuft die Fähigkeit aus, wir müssen nachcasten und dann muss der Schaden erst wieder neu aufgebaut werden. Haben wir jetzt hohe Dauer drin, ist die ganze Fähigkeit einfach länger aktiv und der Schaden kann einfach länger im Speicher bleiben, ohne dass wir jetzt neu casten müssen und bei Null anfangen. Das bedeutet, teilweise könnt ihr durch weniger Stärke mehr Schaden machen, auch wenn es jetzt seltsam klingt. Fangen wir jetzt einfach mal hier mit diesem hohen Stärkebild an und wir schauen uns das Ganze einfach mal so ein bisschen an. Beziehungsweise, ich will euch gerade noch zeigen, wie das mit der Blinks- und dem Energieschuss-Mod funktioniert, den ich eben schon erwähnt habe. Also das ist dieser Mod hier, dadurch werden Energiekugeln stärker und das kann sogar mein Arcana-Antrieb auslösen. Zum Beispiel wie jetzt gerade, meine Energie wäre von 0 auf Max hochgeschossen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen verschiedene Szenarien durch. Gegner Level 180, nehmen wir mal 20 von den Batschern. Die sollten sich jetzt eigentlich mit einem Schlag selbst töten. Jupp. Genau das wollte ich euch zeigen. Das Schöne ist jetzt, was ich zum Beispiel mit der hohen Dauer meinte, ich hole da Gegner nach und die sterben direkt. Was heißt sterben direkt und hohe Dauer? Auf jeden Fall, die 1 ist aktiv und der aufgestaute Schaden wird immer noch abgegeben. Hätte ich jetzt eine super niedrige Dauer drin, würde die Fähigkeit auslaufen und ich hätte das Ganze wieder neu machen müssen und, und. Wobei das jetzt der Build mit niedriger Dauer war. Das war jetzt nur als Beispiel. Dann holen wir jetzt mal einen Heavy Gunner und 19 korrumpierte Schlächter. Damit wir jetzt selbst überleben, muss ich mich unsichtbar machen. Heavy Gunner schießt drauf und eigentlich tötet er alle seine Kollegen hier. Schauen wir mal, wie viel Schaden er sich selbst macht. Also, ja, ist jetzt natürlich nicht so super, super, aber es funktioniert. Holen wir einfach die gleichen Gegner nochmal. Alle Schwächlinge sind weg und der Heavy Gunner ist hier. Dann mache ich jetzt einmal meinen Flammenstoß. Und er kriegt keinen Schaden mehr, weil die 1 ausgelaufen ist. Gut, das ist etwas semi-optimal, dann machen wir das anders. Hier hat man jetzt ganz schön gesehen, wie selbst die gepanzerten Gegner, wenn genügend draufschießen, sich selbst wegnuken. Ich mache meinen Flammenstoß und zack, die Gegner kriegen massivst viel Schaden. Und das ist halt der Grund, warum ich den Flammenstoß so mag. Damit kommen wir halt auch gegen diese gepanzerten Gegner deutlich schneller an. Ihr habt es aber gerade gesehen, ich hatte ein bisschen Probleme, dass ich immer wieder sichtbar geworden bin. Und schauen wir mal gerade hier hin. Ich habe hier eine Unsichtbarkeitsdauer von 30,3 Sekunden. Hier hätte ich eine Unsichtbarkeitsdauer von 56,4 Sekunden. Plus ich muss alle Fähigkeiten seltener spammen, was bedeutet, ich kann mich auch ein bisschen besser drauf konzentrieren. Und schauen wir uns das Ganze mal gerade an. Ich mache wieder mein Metronom. Und an sich sieht man hier eigentlich keinen Unterschied groß zum anderen Bild. So, einmal Flammenstoß mit dazu. Und auch hier, die Gegner sind direkt tot. Und ich denke mal, man sieht hier eigentlich relativ schön, dass Stärke oder keine Stärke an sich keinen großen Unterschied macht, sondern das, worauf es ankommt, ist einfach, dass die Fähigkeit lange aktiv ist und der Schaden lange abgegeben werden kann. Das heißt, wir müssen nie so wirklich wieder bei Null anfangen. Die Gegner schießen immer wieder drauf und töten sich damit eigentlich auf die Dauer selbst. Wenn es ein bisschen zu lange dauert, einen Flammenstoß hinterher. Jetzt wird meine Energie niedrig, schieße ich hier hinten mal drauf.
zack, kann die Fähigkeiten wieder nachcasten, fertig. Also, ja, alles in allem, Octavia ist sehr flexibel, was die Builds angeht. Ich selbst, wie gesagt, tendiere absolut zu diesem Bild hier. Viel Reichweite, viel Dauer, aber jedem das seine. Gut, kommen wir noch gerade zum Soma-Cord. Das ist auch ganz interessant. Sorry, Mender-Cord. Und wichtig ist eigentlich, dass ihr hier oben in jedem Slot einen Punkt drin habt. Das bedeutet, eure 1 gibt so schnell wie möglich den Schaden ab. Habt ihr weniger Punkte drin, ist der Schaden, glaube ich, höher. Aber dafür halt nicht so schnell. Und ich sag's mal so, wenn Gegner schnell mit wenig Schaden stirbt, dann nehmen wir das doch mit. Und hier unten beim Metronom haben wir auch in... Gott, da kriegt man einen epileptischen Anfall. Hier unten haben wir auch in jedem Slot einen Punkt drin. Einfach, damit wir uns einfach nur die ganz schnell bücken müssen, um unsichtbar zu werden. Das bedeutet, ihr seht's gerade, einfach nur gebückt. Und schon bin ich unsichtbar, ohne dass ich jetzt einfach groß auf die Ringe am Boden achten musste. Ich muss hier einfach nur mein Ducken spammen und immer wieder die Unsichtbarkeit wird aufgefrischt. Also was will man mehr? Wie er Octavia jetzt spielt, welche Helmenfähigkeit ihr da reinmacht, ist wirklich absolut euch überlassen und hängt von eurer liebsten Spielweise ab. Nur zum Beispiel, wie gesagt, ich kann euch halt nicht empfehlen, das Rhino-Brüllen reinzumachen oder die Protea-Fähigkeit reinzumachen. Zum Beispiel jetzt gerade ein Schuss, meine Energie war von, ich glaube, 40 auf Max gegangen. Also auch da, ihr seht, wir haben keine Energieprobleme, sobald meine Energiekugel rumliegt. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.